Wir, die Firma Finsterle, wir stellen Teile aus Feinkernbaustahl her für namhafte Firmen aus unserer Region. Die Teile werden stellenweise von Hand geschweißt oder automatisiert. Wir kaufen den Zuschnitt zu und dann geht es bei uns los mit Schlossern, Schweißen, Verputzen, Lackieren und auch mechanisch bearbeiten, um fertige Teile zu unserem Kunden zu liefern. Bei uns wird alles selbst in der Firma hergestellt und gefertigt. Unsere Teile sind von 500 Gramm bis 20 Tonnen schwer, querbeet über Getriebekonsolen, Ausleger, Abstützböcke, alles. Wir stellen unter anderem auch Prototypen her. Hier ist die Stückzahl eben bei 1, 2, 5 Stück. Und wenn die Stückzahl dann nach oben geht, Richtung 1000 Stück, 2000, 5000 Stück, dann macht es automatisieren Sinn. Und da haben wir jetzt so 10 verschiedene Baugruppen, die wir jetzt mit Automatisierung begonnen haben. Ja, die Anlage ist so aufgebaut, es sind also zwei Anlagen. Eine Anlage mit 1100 Kilo, Drehkipptisch, hat ein Gegenlager, damit wir auch lange Teile, die schwerer sind wie 1100 Kilo, wenn wir die hier schwenken, werden die am Gegenlager mit aufgenommen, dann kann er also längere und schwerere Bauteile bearbeiten. Die andere Anlage ist eigentlich genauso aufgebaut, nur wenn man 500 Kilo Tisch, dass er einfach da auch kleinere Teile machen kann. Diese Gegenlager sind beide verschiebbar, damit man unterschiedliche Längen einstellen kann. Und was eigentlich ganz wichtig ist, das ist eigentlich eine Standardanlage. Die, wo wir, ich sage mal, im Jahr 10, 12 Mal bauen, nur eben mit unterschiedlichen Charakteren, wie zum Beispiel jetzt eben ein großer Drehkipptisch, ein kleinerer Drehkipptisch, eine Vorwärmeinheit, Werkzeugwechsel und so weiter. Das wird alles speziell gemacht für den Kunden, aber im Grunde ist das eine Standardanlage, eine sehr, sehr flexible Anlage. Also hier stehen zwei Roboter. Dahinter befinden sich die zwei Schaltschränke von den zwei Anlagen für die Stromquelle und für die Überwachung von der Flamme. Und die Bauteile bestehen aus einem Feinkernbaustahl. Der Feinkernbaustahl muss vor dem Schweißer aufgewärmt werden. Dazu nehmen wir die Vorwärmstation. Die Flamme fährt das Teil dann ab. Dann wird sie auf 80 bis 120 Grad vorgewärmt. Und dann kann mit Schweißer losgelegt werden. Und daraus resultiert automatisch ja eine Zwei-Stationen-Anlage. Das heißt, also ich muss ja einmal vorwärmen, bevor ich schweiße. Und dann muss ich einen Werkzeugwechsel vollziehen. Ich lege ja einmal den Autogenbrenner weg und hole mir dann den Magbrenner zum Schweißen. Und das läuft eigentlich so. Da ist also auf der einen Seite ist ein Werkzeugwechsler drin, der wird pneumatisch wird der gespannt. Wenn ich ihn einsetze, fahre rein und habe mit Druck belastet, dann fahre die Kugel raus und verklemme das ganze Ding. Und dann nehme ich den raus und dann hat er eigentlich seinen Autogenbrenner dran. Er wird vorgewärmt, dann fährt er wieder rüber, setzt den ab in seiner Station, fährt dann rüber und holt seinen Magbrenner und schweißt dann die Teile aus. Und das ist hier einfach systemrelevant. Noch von Hand geschweißt haben, haben wir eine halbe Stunde zum Schweißen gebraucht und durch die Roboteranlage schaffen wir es jetzt in 20 Minuten. Und während der Roboter schweißt, kann parallel geheftet werden. Durch den Drehtisch und den Roboter können wir kompliziertere Teile, wo von Hand schwer zum Schweißen sind, schlecht zugänglich sind, können wir einfach besser mit dem Roboter schweißen. Durch den Drehtisch können wir das Bauteil schnell in jede beliebige Richtung ausrichten, sodass wir meistens immer nur in PA-Position schweißen. Durchs Pulsschweißen haben wir weniger Spritzer und die Qualität ist gleichbleibend. Gerade die einfachen Teile mit großen Stückzahlen können durch den Roboter geschweißt werden. Für den Arbeiter ist es dann auch nicht so langweilig, wie jedes Mal das gleiche Teil zu produzieren. Und er bekommt dadurch interessantere Arbeit und abwechslungsreichere Arbeit. Also wir haben jetzt eben den Vorteil, auch an jüngere Mitarbeiter zu kommen durch die Automatisierung, da die Automatisierung einfach ansprechender ist für die jüngere Generation.